So, das letzte für heute, naja, gestern, für diesen Stream. Die Wildschweinprinzessin Band 5, wo ist sie denn? Wildschweinprinzessin Band 5. Niemand hat dieses Los verdient. Die gutherzige Prinzessin vergoss eine Träne des Mitleids für ihren Kameraden. Ihre Entschlossenheit wird das Eis zum Schmelzen bringen. Fünfter Teil von Die Wildschweinprinzessin. Eines Tages hörte die Wildschweinprinzessin von dem kleinen Wolf und war erschüttert, von seiner Geschichte zu erfahren. Die Prinzessin erkundigte sich bei ihrem Volk, wie man das gefrorene Herz des kleinen Wolfs wieder auftauen könnte. Viele Fragen später wussten nur noch der weise Fuchs und die uralte Schildkröte Rat. Ja, nur diejenigen, die reinen Herzens sind, können mit einer Flamme solch böses Eis zum Schmelzen bringen. Ja, riet der Fuchs. Eine Freundschaft fordert Opfer. Keine Freundschaft kommt ohne aus. Verzeihung, dass ich keine komischen Laute beherrsche, gackerte die alte Schildkröte. Die kluge Prinzessin wusste sofort, was zu tun war, und trocknete rasch ihre Tränen. Dann wandte sie sich an die zwei Weisen. Grunz, Grunz, ich danke euch. Ich möchte nun den kleinen Wolf treffen, und ihr könnt die Ersten sein, die unserer Freundschaft beiwohnen. Als der Fuchs und die Schildkröte dies hörten, waren ihre Herzen voller Vorfreude. Sie machten sich auf die Reise nach Norden. Ein Stück Papier, das von dem Vater des kleinen Mädchens zu stammen scheint, ist an die Seite geklebt. Schildkröten machen keine Geräusche und wir können sie auch nicht dazu zwingen. Ich möchte dies noch einmal betonen, da Opa Schildkröte sehr höflich ist.